Hallo zusammen. Die letzten Sonnenstrahlen genießen, weil, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es wird total dunkel da hinten. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Ich muss leider meinen Lesemarathon als gescheitert erklären, was mir aber überhaupt kein Problem macht. Ich habe natürlich nicht 22 Stunden in den letzten zwei Tagen gelesen. Das war auch viel zu viel, aber ich habe trotzdem viel Spaß gehabt und habe in dem Buch Der Spiegel noch ungefähr 90 Seiten zu lesen. Die lese ich heute Abend noch fertig. Ich bin heute Abend mit meiner Familie beim Griechen. Da gehen wir schön essen als Osterabschluss. Und anschließend, wenn ich wiederkomme, wollen Paddy und ich erstmal die 50 Seiten Lehmann lesen. Na, Fritzi. Ich. Und danach werde ich das Buch Der Spiegel garantiert noch zu Ende lesen, weil das Buch mich einfach fasziniert. Und schaut mal, wie schön die Bäume bei uns blühen. Ha, ist das herrlich. Frühling ist doch immer noch die schönste Jahreszeit. Nach Herbst, finde ich. So, jetzt kommt langsam, glaube ich, bald der Regen. Fritzi, komm rein. Die springt da noch rum. Aber die rennt ja auch im Regen raus. Das macht ja überhaupt nichts aus. Ich bin dunkel, ganz furchtbar. So, wie gesagt, das Buch Der Spiegel wird heute Abend noch zu Ende gelesen und vielleicht fange ich dann tatsächlich noch eins von den anderen Büchern an. Aber ich habe mir auch so einfach überlegt, ich verlängere den Marathon einfach auf morgen. Ich mache einfach einen Osterdienstag-Vlog. Dann kann ich euch zumindest noch ein bisschen was erzählen von den anderen beiden Büchern und nochmal ein Update geben über die Klinge. So den Kill-Counter aktualisieren, das mache ich. Ja, das ist eine gute Idee. Ich nehme euch auf jeden Fall gleich noch mit zum Griechen. Lecker essen. Und sag dann erstmal bis gleich. Ich habe mir überlegt, dass ich mich jetzt noch ein Stündchen hinsetze und lese. Das sind dann ungefähr noch 50, 60 Seiten. Das schaffe ich bei dem Buch. Und das heißt, dass ich dann nur noch 30 Seiten in das Buch Der Spiegel zu lesen habe und ihr dann heute Abend noch ein Fazit von mir bekommen würdet, sofern ich das dann auch nach dem Essen gehen schaffe. Weil nach dem Essen gehen wollen Paddy und ich ja auch noch 50 Seiten lesen. Also, das Buch Der Spiegel bisher. Ihr müsst euch vorstellen, da ist ein älterer Herr, der euch ein Manuskript schickt, in dem er eine Geschichte erzählt. Und zwar seine Lebensgeschichte, die größtenteils in Brooklyn spielt, um die Jahre 1986 bis 1989. Und ihr lest die Geschichte und findet sie klasse und sagt, mein Gott, ja, das war ein interessantes Leben, was der heute ältere Herr damals als Student erlebt hat. Und es klingt auch alles plausibel und ihr glaubt ihm auch. Und dann kommt eine andere Person ins Spiel und die erzählt auch eine Geschichte. Und zwar im Grunde stellenweise dieselbe Geschichte wie der Mann. Nur ist diese Geschichte völlig anders. Und diese Frau klingt sowas von glaubwürdig, dass ihr sagt, okay, dann hat der uns als erster die Geschichte erzählt hat, ja
gelogen. Obwohl ihr der Frau gar nicht so unbedingt über den Weg traut. Zwickmühle. Was stimmt jetzt? Und als ob das noch nicht genug ist, kommt dann noch eine dritte Person und eine vierte Person und eine fünfte Person. Und alle erzählen eine Geschichte. Und alle erzählen dieselbe Geschichte, allerdings völlig anders. Und ihr sitzt da und überlegt euch, Mann, alle klingen so glaubwürdig und alle haben auch irgendwie überhaupt keinen Grund zu lügen. Und warum sollten die sich eine solche Geschichte ausdenken? Und ihr wisst überhaupt nicht mehr, was ihr glauben sollt. Darum geht's, glaube ich, im Kern in das Buch Der Spiegel. Über Glaubwürdigkeit, über Wahrnehmung, über Vertrauen, über Wahrheit und über Lüge. Und das ist, finde ich, super verpackt in drei Abschnitte, drei große Abschnitte. Sofern ich das jetzt überblicken kann, sind es drei. Und zwar erzählt von drei verschiedenen Personen. Alles drei Personen, die gar nicht direkt in diesen Fall involviert sind, sondern einfach nur aus Interesse Recherche betreiben. Wenn das große Ziel dieses Buches ist, dann hat das Buch das Ziel bei mir komplett erreicht. Und ich habe noch ein paar Seiten zu lesen und bin sehr gespannt, wie sich das auflöst. Einige haben mir schon in die Kommentare geschrieben, dass das Ende jetzt nicht so wahnsinnig geil ist, dass es etwas konstruiert ist, aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich weiß, inwiefern oder wo die Reise hingeht, aber trotzdem bin ich total gespannt. Und das Buch ist kein Krimi, es ist kein Thriller, es ist eine ganz eigene Art von Roman, die mich aber in ihrer Form bisher voll überzeugen konnte. Und so ein bisschen erinnert mich dieser Roman an die Erzählweise von Donna Tartt. Wer die geheime Geschichte von Donna Tartt gelesen hat, der weiß ja auch, dass es da auch um einen Mordfall geht und um Studenten und um Vertrauen, um Hinterhältigkeiten, um Liebe, um Wahrheit, um Lüge, um Wahrnehmung. Und ich finde, so ähnlich ist es in diesem Buch hier auch, wobei ich mich natürlich jetzt auch ein bisschen täuschen kann, aber der Eindruck von Die geheime Geschichte ist noch so ein bisschen so in der Form da, obwohl ich das Buch bestimmt vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren gelesen habe. Wer auf diese Art von Romanen steht, zum Beispiel das Buch Der Spiegel, wer es gelesen hat und gut fand, dem empfehle ich tatsächlich einfach auch mal einen Blick in Donna Tartts geheime Geschichte zu werfen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. So, bin durch. Super Buch. Wirklich. Das Ende war auch richtig cool. Gar nicht so konstruiert, wie ich fand. Es machte eigentlich alles Sinn und es passte alles zusammen. Und es war wirklich überraschend. Wirklich überraschend. Jetzt muss ich mich aber fertig machen, weil es jetzt lecker Essen gibt. Bis gleich. So, ich bin da mal zu Fuß unterwegs, weil mein Auto nämlich gerade den Geist aufgegeben hat. Abgasanlage kaputt. Nicht schön. Naja. So, und da gehen wir jetzt lecker essen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich musste gerade in einem Hagelschauer nach Hause laufen, weil, ja, wie ich schon erwähnt habe, mein Auto den Geist aufgegeben hat heute. Bis zu meinen Eltern bin ich noch gekommen und von da konnte ich dann auch Gott sei Dank den Wagen meiner Mutter nehmen. Sonst sähe ich jetzt aus wie rückwärts aus dem Gebüsch gezogen. Aber gut, ich bin wieder zu Hause. Es war sehr, sehr lecker. Ein Grieche hier im Ort, den es noch gar nicht so lange gibt, ein paar Wochen. Und den haben wir heute mal ausprobiert und es war wirklich sehr, sehr lecker. Ja, und ich werde mich jetzt noch kurz mit Paddy abstimmen. Die ist hoffentlich auch bald zu Hause. Und dann werden wir noch 50 Seiten in dem Richard Layman lesen, die Klinge. Aber darüber informiere ich euch erst dann morgen, weil, wie schon gesagt, der Marathon ja in die Verlängerung geht. Und für heute bin ich auch wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich kaputt. Obwohl ich gar nicht viel gemacht habe, weiß auch nicht warum. Essen strengt mich so an. Und ja. Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin und tschüss.